Danach müssen wir uns noch Richtung Caridans Kreuzung begeben. Und dann war wieder so ein lauter Motor. Und ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Das heißt, was heißt das eigentlich? Keine Ahnung, das heißt irgendwas. Ach ja. Dass ich nicht weiß, wie spät es ist, heißt, dass ich nicht weiß, wann ich die Aufnahme beende. Ich bin erfreut. Und das führt dann dazu, dass ich vermutlich die Nacht durch mit die Nacht mit Schneiden und Rendern verbringen werde. Wie die letzte Nacht übrigens auch. Mein Rechner glüht schon wieder. Oder Laptop. Ja, speicher einfach. Und das ist nicht schön, wenn der Rechner glüht. Das endet nämlich damit, dass er dann irgendwann durchbrennen wird. Und da kann ich überhaupt nichts mehr rendern. Ich komme da im Moment gar nicht mal dazu, irgendwie Siedlerfolgen hochzuladen. Was mich persönlich vermutlich noch mehr ankotzt als euch. Wir bringen Tod und Verderben über dieses Ungeziefer. Geistscherbe, die wir natürlich nicht mitnehmen können, weil unser Inventar voll ist. Also lassen wir die einfach liegen und gehen weiter. Da waren wir schon. Ne, waren wir noch nicht. Oder? Hier war aber auch gar nichts. So, und was befindet sich in dieser Richtung? Speichern. Auch größtenteils nichts außer tiefen Pilzen und verschlossenen Kisten. Einfach unfassbar mit den Viechern. So. Wisst ihr was? Geht mal aus dem Weg. Erstmal was verschlingen. Ach, jetzt werden die erst zurückgestoßen. Toll. Ins Momentum. Ja, sterbt einfach. Pro Sekunde. Yep. Speichern. Also kommen wir hier nirgendwo hin. Das ist natürlich beruhigend. Denn je weniger wir irgendwo hinkommen, desto schneller kann ich diese Pizza verspeisen, die vermutlich schon jetzt kalt ist, aber sie ist immer noch essbar. Wie es Pizzen nun mal so an sich haben. Auch kalte Pizzen kann man essen. Oh, Pizza essen.
Ich musste die ganze Zeit hingucken. So. Da kommen wir hier zu dem Gang, den wir noch nicht erkundet haben. Und dann verlassen wir den Edukenteig und gehen zu Caradons Kreuzung, um diese komische dämonische Kreatur zusammenzusetzen. Und vermutlich wieder umzubringen. Aus irgendwelchen Gründen, die mir gerade nicht einfallen wollen. Vielleicht um sie endgültig wieder zu vernichten. Und vielleicht gibt es dann irgendeinen super spezial extra Bonus-Loot. Was war das? In Ordnung. Da wurde offenbar gerade die Gruppe zu uns teleportiert. Wie ich sagte, da kommt man nicht lang. Das ist natürlich sehr schön. Aber da kommt man noch lang. Oder nicht? Wir haben hier noch nicht alles erkundet, glaube ich. Schmerzen. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal kurz in den Teig zurückgehen. Und uns umgucken, ob wir da nicht irgendeinen Durchgang verfasst haben, über den wir zu den tiefen Wegen kämen. Auf der anderen Seite. Ach ja, da war noch ein Durchgang, stimmt. Ach ja, hier haben wir den blutigen Sack gekriegt. Blutiger Sack, das klingt irgendwie wie eine echt unschöne Verletzung. Da sind wir schon lange gegangen, also müssen wir jetzt zum Teig gehen. Und uns dort noch ein letztes Mal umsehen, einfach die Wände ablaufen, ob da nicht noch irgendein Gang ist. Und dann überprüfen wir, ob da nicht noch ein Gang ist, obwohl ich davon ausgehe, dass da kein Gang ist. Am Ende des Ganges. Na, wer kennt es? Vermutlich jeder. Wie ich erwartet hatte, hier ist alles dicht. Aber man kann nicht sicher genug sein. Okay, umdrehen. Das erleichtert die Aufgaben natürlich ungemein. Ja. Bewegung, 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 Bewegung. Ja, wir rennen in die richtige Richtung. Name da, Name weg. Name da, Name weg. Name da, Name weg. Ach, da wurden sie dazu uns geportet. Ja, ja. Ja, da kommen wir nicht rüber. So, ist der Gang auch wirklich dicht oder ist das wirklich ein oder ist da ein Gang hinter? Nein, das ist wirklich dicht. Wie beruhigend. Ja.
Erst können wir nur nach Caridans Kreuzung, um dort das letzte Mini-Questchen abzuschließen. Und ich esse wieder ein kleines Stückchen vom Schinken. Schnell Mikrofon. Das war lecker. Und ein kleiner Ansporn darauf, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen. Und möglichst viel mitzunehmen. So. Huch. Was steht denn da? Die sich möglicherweise selbst verschlimmert hat. Die Notizen deuten darauf hin, dass die Tat nahe Caridans Kreuzung in den tiefen Wegen vollbracht wurde. Nahe Caridans Kreuzung. Das ist... Wir sind hier bei Caridans Kreuzung. Die Kreuzung ist wohl hier. Oder wir lesen uns einfach die Notizen durch, auch möglich. Ich überfliege die mal ganz kurz. Wenn ihr sie jetzt schon lesen wollt, dann tut euch keinen Zwang an, könnt ihr pausieren, aber ich werde die ohnehin später wieder bei der Lesestunde vorlesen. An die Kreuzungsumherumtreiber hatten wir noch nicht. Keine Ahnung. Joppi, Abschiedsbrief, Gemeinschaft der Magier, Brecher, entfesselt, in Stein gefangen. Ich find's gerade nicht. Ich find's gerade einfach nicht. Wo haben wir es denn? Beschwörung kommt später. Diese Asche, Jogbi, Abschiedsbrief. Wo waren das? Brecher war es tatsächlich. War sehr spezifisch, der Dinge vermutlich auch sein sollen. Rumpf, Kopf und Gliedmassen wurden in tiefen Wegen verteilt, damit die Kreatur nicht zurückkehren kann. Sieht aus, als hätte sie der Tod beim Zerteilen ereilt, aber wir können den letzten Teil für sie übernehmen. Ich bin mit elfischen Ritualen nicht vertraut, wieso auch? Aber das scheint mir alles recht klar zu sein. Vielleicht doch nicht elfisch, sondern menschlich, wie auch immer. Die Befehle sind klar und wir können sie befolgen. Rumpf, Kopf und Gliedmassen werden verteilt, ganz einfach. So kompliziert ist die Magie offenbar gar nicht. Der Körper ist geteilt und dann über ein weites Gebiet verstreut. Warte mal. Der Körper ist zerteilt und dann über ein weites Gebiet verstreut, damit kein Leben. Wo ist das? Die Kreuzung müsste hier sein. Glaube ich. Dann gehen wir da einfach mal hin. Denn in den ganzen Texten fand sich kein einziger Hinweis darauf, wo es zerteilt wurde. Gut, wir gehen noch richtig. Hier war ein Sack.
Jetzt weiter geradeaus. Oh, nein! Wo war jetzt geradeaus? Dahin, oder? Ja. Bloß nicht in Stein festhängen. Das ist nämlich auf Dauer echt lästig. Wegmarkierung. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Die Notizen deuten auf, dass die Taten nahe Caradons Kreuzung in den tiefen Wegen verbracht wurde. Wir sind hier bei Caradons Kreuzung. Aber es wird uns ja offenbar nicht auf der Karte verzeichnet. Vielleicht doch nicht. Moment, warte. Da haben wir noch einen. Ach ja, da kommen wir ohnehin nicht hin. Gehen wir noch in die Richtung. Bestimmt eine Falle. Offenbar doch nicht. Na, der Kreuzung kann doch hier sein. Da muss man eben suchen. Und wenn nicht, dann komme ich in der nächsten Aufnahme nochmal hier vorbei und suche selber noch weiter. Oder ich schlage einfach irgendwo nach, wo wir das finden. Hier wäre auch der ideale Ort gewesen. Hübsch abgelegt, versteckt, da geht man nicht schnell hin. War aber nicht. Toll. Ich frage mich, woher das Licht kommt, hier unter der Erde. Und da sind wir wieder bei der Kreuzung. Wegmarkierung. Ein Gegenstand dazu. Na dann ziehen wir einfach mal weiter, oder? Na, Caradons Kreuzung. Ich komme da irgendwie noch nicht ganz drüber hinweg. Todescreme, das ist schon mal nicht, glaube ich. Ah. Man, ich will das nicht verpassen. Es ist aktiviert. Das ist gerade sozusagen die Hauptquest. Oder Primärquest für uns. Aber es wird hier nichts auf der Karte angezeigt. Na gut, dann gehen wir nach Orsama zurück. Wie ihr wünscht. Auf nach Orsama. Hurra!
Sonst mache ich dich eine Aufnahmepause und nehme dann noch weiter auf. Aber ich glaube, das wäre dann übertrieben. Ups.